Die Entscheidung rund um Xabi Alonso ist gefallen. Er wird nicht der neue Bayern-Trainer werden, er wird bei Bayer Leverkusen bleiben. Zudem plant Manchester City einen Megatransfer von Jamal Musiala. Paris Saint-Germain geht all in bei Joshua Kimmich und Dennis Undorf wechselt er anstatt fest zu Stuttgart zum BVB. Das und noch mehr Themen hier in diesem Highlight-Video. Vorab lasst ein Like auf das Video da und auch ein Abo hier auf den Kanal, um auch in Zukunft keine Highlights und natürlich auch andere News rund um die Fußballwelt nicht zu verpassen. Aber damit beginnen wir mit den Highlights. Die Entscheidung rund um Xabi Alonso ist gefallen. Xabi Alonso wird nicht der neue Trainer der Bayern. Er sagt den Bayern jetzt offiziell ab. Es ist fix. Es wurde jetzt aus mehreren Medien offiziell bestätigt. Hier erfahrt ihr alles dazu und wie es dann natürlich auch mit der weiteren Trainersuche der Bayern aussieht. Vorab lasst ein Like auf das Video da und auch ein Abo hier auf den Kanal, um auch in Zukunft nichts mehr über die Bundesliga zu verpassen. Aber damit gehen wir rein in das Thema, was euch alle so brennend interessiert. Ja, es ist nun fix, die Entscheidung ist gefallen. Korb für den FC Bayern München. Xabi Alonso wird bei Bayer Leverkusen weitermachen. Er wird nicht der neue Trainer des FC Bayern Münchens werden. Das war ja auch schon lange so der kommunizierte Stand. Sollte er Leverkusen verlassen, dann wäre er wirklich eine ernsthafte Alternative bei den Bayern gewesen. Dieses sollte er, dieses wenn er Leverkusen verlässt, dieses Wörtchen wenn, das wird jetzt den Bayern zum Verhängnis, denn er wird Leverkusen nicht verlassen. Er ist in der nächsten Saison weiterhin der Trainer von Bayer 04 Leverkusen. Diese Entscheidung, die jetzt Xabi Alonso getroffen hat, die soll auch tatsächlich jetzt bald offiziell durch Leverkusen, durch Xabi Alonso selbst verkündet werden. Vielleicht, wenn ihr dieses Video seht, ist es auch schon passiert. Aber es ist eine offizielle Entscheidung. Das Ganze geht tatsächlich auf diverse Berichte zurück. Die Bild berichtet es, Sky bestätigt es. Der Spanier Xabi Alonso, er wird bei Bayer Leverkusen über die Saison hinaus erhalten bleiben. Das soll jetzt auch zeitnah verkündet werden. Um 14 Uhr findet ja eine Pressekonferenz statt, wenn dieses Video eben parallel quasi auch erscheint. Eventuell ist es dann damit offiziell. Es wird zumindest mal erwartet, dass die Entscheidung jetzt, gerade wenn ihr dieses Video seht, offiziell verkündet wird. Und das ist natürlich schon ein ziemlicher Hammer für den FC Bayern München. Sie haben sich natürlich immer die ganze Zeit weiter rund um Alonso bemüht. Er war die Plan-A-Lösung. Man wollte ihn unbedingt holen. Und für mich ist das ein ganz klares Zeichen. Er wird bei Bayer Leverkusen bleiben. Und Freunde, machen wir uns nichts vor. Wo wird er nächstes Jahr dann wohl hingehen? Da gibt es doch nur einen Club, wo er wohl richtig Bock drauf hat. Wo in den letzten Tagen auch schon die Meldung kam, das ist sein absoluter Traumclub, sein Wunschclub. Ja, Real Madrid, er wird dann bestimmt, ich gehe fest davon aus, der Nachfolger von Carlo Ancelotti bei Real Madrid werden im nächsten Jahr. Das ist jetzt natürlich noch nichts offiziell, noch gar nichts ist dazu bekannt, aber das ist, schätze ich, der ganz, ganz klare Plan von Xabi Alonso. Liverpool hat sich bereits seit mehreren Tagen aus dem Poker rund um Alonso zurückgezogen. Sie wussten es, wenn er eben seinen Club die Wechsel verlassen wird, dann zum FC Bayern München. Sie hatten keine Chance, sie haben sich aus diesem Poker zurückgezogen und haben sich auf andere Trainerkandidaten fokussiert. Vielleicht könnte das jetzt eben auch ganz bitter für den FC Bayern München werden, denn das ist der nächste Punkt. Uli Hoeneß, der hat es bereits in einem Interview vor wenigen Tagen beim Bayerischen Rundfunk gesagt. Er hatte gesagt, ja, es wird schwierig werden, Xabi Alonso zu holen. Man muss wahrscheinlich sich eingestehen, dass es unmöglich wird, ihn im Sommer zu holen. Und er hatte es schon so ein bisschen geahnt. Er glaubt, dass er, so wie er Alonso kennengelernt hat, dass er bei Leverkusen weitermachen wird. Vielleicht hat hier Uli Hoeneß auch schon mehr gewusst, als in den Medien bekannt war. Aber was bedeutet das jetzt für den FC Bayern München? Was bedeutet das für die weitere Trainersuche, für die weitere Planung bei den Bayern? Zumindest mal ist es jetzt wohl so, dass Xabi Alonso definitiv keine weitere Option mehr ist. Die Bayern müssen sich mit anderen Namen beschäftigen. Da habe ich euch heute Morgen darüber berichtet, ein Bericht, der gestern rauskam. Ralf Rangnick wäre ein ganz heißer Kandidat, sollte es eben nichts werden mit Alonso. Und das wäre schon ein echter Hammer und meiner Meinung nach auch ein echtes Downgrade. Du hättest es geschafft, von Nagelsmann über Tuchel dann auf einen Rangnick zu kommen. Freunde, ist das wirklich das, was wir wollen? Aber es ist ein Name, der auf der Bayern-Liste ist. Das ist auch offiziell jetzt von Sky nochmal bestätigt worden. Allerdings geht man bei Sky jetzt tatsächlich davon aus, dass Rangnick definitiv nicht der neue Trainer des FC Bayern Münchens werden wird. Das wurde jetzt zumindest von Florian Plettenberg so berichtet. Man glaubte nicht daran, dass Ralf Rangnick eine ernsthafte Alternative bei den Bayern ist.
finde ich eigentlich an sich auch gut, muss ich ganz klar sagen. Wäre für mich das falsche Signal, einen Ralf Rangnick als Trainer zu holen. Und das würde natürlich jetzt so ein weiteres Augenmerk auf die anderen Trainerkandidaten geben. Da haben wir gestern drüber gesprochen, über die Trainersuche bei den Bayern, beziehungsweise vorgestern. Roberto De Zerbi ist ein Name, der jetzt wohl noch heißer gehandelt wird beim FC Bayern München. Wobei es da auch wieder interne Stimmen gibt, interne kritische Stimmen. Hat Roberto De Zerbi das Format für den FC Bayern München? Er spricht auch kein Deutsch. Auch das ist natürlich ein kleines Problem, was man auf jeden Fall mal anmerken darf. Und er hat natürlich auch noch keine Erfahrung auf der ganz, ganz großen Bühne. Er hat natürlich einen guten Spielstil, der gut auch zum FC Bayern München passen wird. Da hat jetzt zum Beispiel auch Sebastian Hoeneß sich einiges von abgeguckt. Also man sieht ja auch gerade, wie Stuttgart spielt. So ähnlich könnte es dann auch beim FC Bayern München aussehen. Aber er hat natürlich noch keine Erfahrung auf dieser ganz, ganz großen Bühne. Deswegen gibt es natürlich auch noch andere Kandidaten. Sky hat gestern da auch noch mal ein bisschen was zu diesen anderen Kandidaten berichtet. Beispielsweise ein Jose Mourinho. Das wäre ein Name gewesen, mit dem man sich beim FC Bayern München beschäftigt hat. Allerdings ist da kein konkreter Kontakt bis dato zustande gekommen. Und ähnlich sieht es auch hier eigentlich wie bei Ralf Rangnick aus. Bin ich mir auch nicht sicher, ob er dann tatsächlich der Heilsbringer beim FC Bayern München wäre. Vielleicht ist seine Zeit auch schon so ein bisschen rum. Kann man auf jeden Fall mal drüber sprechen, ob das der Fall ist. Bei Antonio Conte, da gab es jetzt vor kurzem den Bericht, er soll sich bereits mit den Bayern über potenzielle Transfers besprechen. Sky hat gesagt, nee, das wäre nicht der Fall. Wie gesagt, das sind ja Informationen, da berichten gerade eben auch tatsächlich verschiedensten Medien drüber, verschiedenste Medien aus dem Ausland, verschiedenste Medien aus dem Inland, dass hier Antonio Conte vielleicht ein Kandidat ist, dass er vielleicht auch kein Kandidat ist. Da berichtet jeder so ein bisschen was anderes. Ich versuche das Ganze für euch ein bisschen einzuordnen. Ich glaube auch bei Antonio Conte nicht so richtig dran, dass er der neue Bayern-Trainer wird. Das Duo, was ich mir tatsächlich gut vorstellen könnte, das ist tatsächlich das Duo von Franck Ribéry und Zinedine Zidane. Das wäre ein echtes Hammer-Duo, muss man ganz klar sagen. Aber irgendwie könnte ich mir das echt vorstellen. Also ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie würde das für mich echt geil passen. Also Franck Ribéry und Zinedine Zidane, das wäre schon eine echte Hammerlösung, wenn die Bayern das präsentieren würden. Da ist der Plan ganz klar. Die Qualität, die Trainerqualität, die würde von Zidane ausgehen. So die Kommunikation für die Fans, das würde von Ribéry ausgehen. Zinedine Zidane will ja eigentlich bei keinem Club trainieren, wo er die Sprache nicht spricht. Das würde hier wiederum passen, dass halt eben Zidane dann quasi über Franck Ribéry eine Art Übersetzer, eine Art, ja, ich sage mal, internen dabei hat, der ihm so ein bisschen an den Verein ranführen kann, solange er eben noch kein Deutsch oder Englisch spricht. Er spricht wohl nur gebrochen Englisch, so habe ich das jetzt verstanden. Das wäre schon ein echter Hammer, wenn man sich das Ganze mal so angucken würde. Wenn man sich dann noch so die anderen Kandidaten anguckt, die man jetzt in den letzten Wochen, Monaten gehört hat, ist natürlich jetzt ein Name, der jetzt bei den Bayern definitiv wieder aufs Tableau kommen wird, natürlich ein Julian Nagelsmann. Da ist auch klar, der ist ab Sommer theoretisch frei. Vielleicht kommt da jetzt auch nochmal ein ganz anderer Pfad rein, denn er hat jetzt die Fans euphorisiert in Deutschland. Er ist ein sehr beliebter Trainer in Deutschland, gerade auch jetzt bei den letzten Erfolgen. Und jetzt haben alle so ein bisschen die EM-Stimmung auch vor Augen. Vielleicht kann man ihn hier gerne holen. Max Eberl hat es ja gesagt, man möchte im April eine Entscheidung gerne verkünden. Man möchte im April einen neuen Trainer fix machen. Das könnte jetzt eine Idee sein, dass man Nagelsmann holt. Zumindest mal wäre das eine Rückkehr von Nagelsmann. Das wäre schon ein echter Hammer, wenn er der Nachfolger von ihm ist Tuchel und dann ist er quasi sein Nachnachfolger selbst. Das wäre aber natürlich auch ein komplettes Eingeständnis, dass man hier einen Fehler gemacht hat. Ein Name, der wohl definitiv nichts werden wird, das ist Jürgen Klopp. Ja, auch er wäre theoretisch ab Sommer frei, aber er will eine Pause machen und das hat Max Eberl schon gesagt, das wird er definitiv respektieren. Es wird keinen Anruf der Bayern geben bei Kloppo, auch wenn er natürlich eine absolute Top-Lösung wäre, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Das wird Max Eberl und der FC Bayern München respektieren, dass man ihn nicht holen wird, das ist auch schon offiziell kommuniziert. Also ihr merkt, das Alonso-Gate, wenn man das so nennen mag, das reißt hier einen ganz schönen Bruch in die Fassade des FC Bayern Münchens. Was sagt ihr dazu? Wen seht ihr beim FC Bayern München auf der Trainerbank ab Sommer? Eure Meinung ist gefragt. Gerne damit in die Kommentare. Droht hier wirklich ein Abgang vom Wunderkind von Jamal Musiala beim FC Bayern München? Zumindest mal gibt es jetzt hier neue Gerüchte rund um ein potenzielles Angebot von Manchester City. Und solch ein Angebot, das hätte es wohl richtig in sich. Denn das Transferportal Fiaches aus Spanien berichtet, ist Manchester City, sie sollen sich sehr intensiv mit dem Bayern-Star Jamal Musiala beschäftigen und sie wollen im Sommer ein Angebot vorlegen. Und man ist wohl auch bereit, richtig tief in die Tasche zu greifen.
aber nicht so tief, wie ich eigentlich gedacht hatte. Denn wie das Portal berichtet, ist es wohl roundabout 100 bis 110 Millionen Euro. So viel wären die Sky Blues bereit, für Jamal Musiala auf den Tisch zu legen. Und das, wobei der Marktwert laut Transfermarkt.de aktuell auf 110 Millionen Euro geschätzt wird. Das Angebot ist, versteht mich nicht falsch, natürlich extrem, extrem hoch. Aber der FC Bayern München denkt eigentlich gar nicht über einen Verkauf von Jamal Musiala nach. Vor allem, weil er noch einen Vertrag bis 2026 hat, hat man in diesem Sommer gar keine Nöte, irgendwie einen Verkauf anzustreben oder sonst irgendwas. Nein, es ist komplett anders. Beim FC Bayern München ist Max Eberl eigentlich dran, dass man Jamal Musiala als wichtigen Baustein für die Zukunft, so bezeichnet ihn auch Max Eberl, aufbaut. Und schwärmte erst wieder, also Max Eberl in einem Interview vom Youngster, und hat gesagt, mit ihm hat man die nächste Generation des FC Bayern bereits in unserem Kader. Das ist jetzt wohl klar, man will den Spieler langfristig an den Verein binden. Man denkt natürlich nicht über einen Verkauf nach, er gilt als unverkäuflich. Und wie jetzt auch Fabrizio Romano berichtet hat, ja, bereiten wohl die Münchner ein echt sehr, sehr großes Angebot aktuell wohl vor, um eben jetzt hier Jamal Musiala langfristig an den Verein zu binden. Natürlich gab es in den letzten Wochen, Monaten immer wieder die Aussagen, Musiala könnte sich wohl tatsächlich einen Wechsel auch in Richtung Premier League vorstellen. Er hat ja selber in der Jugend viel gespielt, kann sich auch vorstellen, zu Manchester City zu wechseln. Das ist einer dieser Clubs, die ihn auf jeden Fall reizen würden. Aber es gilt immer noch als wahrscheinlichste Option, dass eben Jamal Musiala eben hier nicht irgendwo hin wechseln wird, sondern seinen Vertrag letztendlich langfristig beim FC Bayern München verlängert. Er will ja selber noch so ein bisschen abwarten, will ein bisschen schauen, wie es dann letztendlich aussieht. Wie steht es um den FC Bayern München? Welche sportlichen Alternativen kann man ihm bieten? Kann er hier den Ballon d'Or gewinnen? Wird es eine Offensive um ihn herum gebaut werden, die es sich lohnt zu bleiben? Ist er der absolute Topstar in der Offensive? Das sind alles Fragen, die sich Jamal Musiala stellt, die man ihm beantworten muss. Aber sollte das Ganze gut ausgehen und dann positiv auch quasi die Beantwortung stattfinden, dann steht eigentlich dem Spieler hier eine ganz, ganz große Zukunft beim FC Bayern München bevor. Und so ist eben auch der ganz konkrete Plan der Bayern, ihn nicht zu verkaufen. Und ich finde, das, was jetzt hier von Fiatschas berichtet wurde, dieses Angebot, das finde ich persönlich gar nicht so hoch, weil wie gesagt, der Marktwert 110 Millionen Euro. Ich glaube, die Bayern würden vielleicht mal kurz darüber nachdenken, wenn wir hier über eine Summe von 150 Millionen Euro reden. Weil das ist halt so viel Geld, das ist dieses Art Fuck You Money, wo du dann wirklich dir intensive Gedanken darüber machen musst, okay, was kannst du denn eigentlich alles mit diesem Geld anstellen? Und würde es hier vielleicht sogar Sinn machen, den Spieler zu verkaufen. Was sagt ihr dazu? Eure Meinung, wie immer, gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Damit gehen wir rein ins nächste Thema. Wie geht es weiter mit Dennis Undav? Er ist aktuell von Brighton of Albion an den VfB Stuttgart verliehen, das haben wir alle mitbekommen, und jetzt gehen bald die Verhandlungen los. Man möchte natürlich den Spieler am liebsten langfristig behalten, aber das wird wohl relativ teuer. Man hat eine Ausstiegsklausel von 20 Millionen Euro, das ist eine ganze Menge für Stuttgart, auch wenn man jetzt vielleicht schon mit den nächsten Einnahmen planen kann, denn es sieht ja aktuell ziemlich gut aus, was jetzt eine Qualifikation für die Champions League angeht. Es gibt jetzt aber auch andere Bundesliga-Clubs, die tatsächlich in Lauerstellung sind, denn sollte das Ganze mit dem VfB Stuttgart nichts werden, sollte Undav zu teuer für den VfB werden, dann gibt es gleich mehrere Clubs in der Bundesliga, die wohl Schlange stehen. Die Verhandlungen zwischen Brighton of Albion und dem VfB Stuttgart, die sollen wohl frühestens erst wieder Mitte April weitergeführt werden. Und so gibt es natürlich jetzt hier erstmal keine feste Zukunftsplanung für den 27-jährigen Stürmer. Und jetzt hat eben die Bild berichtet, es gibt wohl jetzt den ein oder anderen Bundesligisten, der sich über mögliche Transferbonalitäten erkundigt hat. Namentlich werden die Clubs hier nicht genannt, aber sie sollen aus dem deutschen Oberhaus sein. Ich gehe fest davon aus, dass Borussia Dortmund sich erkundigt hat, dass aber auch zum Beispiel vielleicht Bayer Leverkusen sich erkundigt hat, wenn man möglicherweise, wie ich euch das heute Mittag berichtet habe, Victor Boniface abgeben muss. Vielleicht ist Dennis Undav dann auch eine ernstzunehmende Option. Und auch aus dem europäischen Ausland gibt es wohl den ein oder anderen Club, der Interesse an einer Zusammenarbeit mit Dennis Undav hat, was es tatsächlich aber noch nie so richtig die Option gab. Ich frage mich auch eigentlich so ein bisschen, warum. Aber so richtig heiß in Richtung einfach eine Rückkehr zu Brighton of Albion, da wurde irgendwie noch nie was darüber berichtet. Also anscheinend ist das für den Club, wo er eigentlich ja spielt, wo er eigentlich Vertrag hat, keine Option, dass Dennis Undav zurückkommt. Ich hoffe trotzdem, dass er bei Stuttgart bleibt. Er ist für mich so ein richtiger Kultfaktor, hat ja selber auch schon gesagt, er würde gerne bei Stuttgart bleiben. Sollte das aber nichts werden, könnte natürlich die Bundesliga die Liga sein, wo er sich am wohlsten fühlt und dann vielleicht zu einem anderen Club wechseln. Borussia Dortmund, da könnte ich ihn mir auch gut vorstellen. Was sagt ihr? Dennis Undav, wo seht ihr ihn ab der kommenden Saison?
denn er hat sich jetzt auch zu seiner Zukunft geäußert. Er wurde ja auch mit einem Abgang vom FC Bayern München immer mal wieder in Verbindung gebracht. Was hat jetzt Bayerns, mittlerweile muss man es ja wirklich sagen, Stamminnenverteidiger zu dieser Thematik gesagt? Ja, im Endeffekt sieht er diese ganzen Spekulationen rund um einen Wechsel sehr, sehr entlassen. Er führt diese Wechselspekulationen auf die hohen Erwartungen an ihn heran, die an ihn herangetreten werden. Er sagte, wenn ich nicht spiele, wird sofort der Eindruck der weg, ich sei unzufrieden und wolle weg. Und trotzdem ist er, wenn er mal auf der Bank sitzt, immer noch Standard. Ich habe keinen Grund, mich zu beklagen. Ich habe nach wie vor eine tolle Zeit beim FC Bayern München und habe in letzter Zeit wieder in jedem Spiel gespielt. Klar ist, er wird jetzt hier nicht als Stammspieler beim FC Bayern München irgendwie öffentlich sagen, ja, wenn ich nicht spiele, dann würde ich gehen. Aber er hat jetzt auch nochmal ganz klar bekräftigt, er ist mittlerweile wieder in der Stammelf angekommen. Es ist ein hart umkämpfter Platz. Aktuell spielt er neben Eric Dier in der Innenverteidigung und er sieht sich selber weiterhin beim FC Bayern München. Er wurde auch gefragt, ob er und Jamal Musiala quasi zusammen die Bayern verlassen. Und dann sagte er, ich und Jamal Bayern verlassen, wo wollen wir denn hingehen? In den Urlaub? Er glaubt nicht daran, dass er den FC Bayern München zeitnah verlassen wird. Er glaubt, dass er sich hier durchsetzen kann und ich sage euch ganz ehrlich, ich glaube das auch. Die Frage ist, kann er der ganz große Abwehrboss beim FC Bayern München werden? Das bleibt nochmal abzuwarten. Er ist vielleicht nicht gerade der Lautsprecher, den man sich eigentlich wünscht. Ich bin mal sehr gespannt, wie die Bayern-Bosse langfristig mit ihm planen. Was sagt ihr? Leroy Sané, wie sieht es da aktuell aus? Es soll quasi eigentlich schon fast eine Entscheidung gefallen sein. Was ist der Hintergrund? Es ist klar, sein Vertrag, der läuft bis 2025 beim FC Bayern München. Bedeutet, in diesem Jahr heißt es, verlängere deinen Vertrag, denn sonst droht ein ablösefreier Abgang oder geh. Hört sich jetzt erstmal ganz, ganz hart an, aber so ist eben aktuell die Realität. Leroy Sané sollte seinen Vertrag verlängern, denn die Bayern, sie wollen ihn nicht ablösefrei ziehen lassen und jetzt gibt es wohl seitens Sané eine erste Entscheidung. Der Kicker berichtet es, er kann sich sehr, sehr gut vorstellen, dass er seinen Vertrag bei den Münchnern zeitnah verlängert. Das hat zwei ganz besondere Gründe. Der erste ist wahrscheinlich der besonderste Grund, Ehrenpräsident Uli Hoeneß. Er war jetzt schon öfter mal wohl, so Sané, bei Uli Hoeneß am Tegernsee zu Besuch. Man hat wohl einen guten Austausch und wir wissen es, Uli Hoeneß, wenn du ein gutes, wenn du bei ihm einen Stein im Brett hast, einen Nagel im Brett hast, wie heißt das Sprichwort? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Dann läuft es bei dir eigentlich ziemlich gut. Und die zweite große Option ist, Sané fühlt sich wohl sehr, sehr wohl in Grünwald mit seiner Frau und mit seinen Kindern. Das könnte tatsächlich auch sehr entscheidend sein, denn Leroy Sané, lange hat seine Frau, seine ganze Familie noch in England gelebt. Er musste dann so ein bisschen jetsetten. Jetzt sind sie mittlerweile nach München gezogen, fühlen sich dort sehr wohl und es gibt jetzt auch schon Eckdaten zu einem neuen Vertrag. Er verdient ja roundabout 20 Millionen Euro aktuell. Eine Aufsteckung dieses Gehalts, dass er noch mehr verdient, die ist wohl tatsächlich sehr, sehr unrealistisch. Es ist wohl so, dass man natürlich jetzt hier gerade bei der Vertragslänge, da wird man dran schrauben. Also Leroy Sané hat aktuell, ist er 28 Jahre alt, würde man einen neuen 4-Jahres- bis 5-Jahres-Vertrag unterschreiben, wäre er 32, 33 Jahre alt. Das wäre dann schon sehr, sehr, ein sehr, sehr langfristiger Vertrag und da wird man wahrscheinlich an dieser Stellschraube schrauben. Man wird sein Gehalt nicht so wirklich erhöhen, aber dafür vielleicht die Vertragslänge, vielleicht ihm ein Jahr länger geben, damit er da natürlich, ich sage mal, so ein bisschen Planungssicherheit hat. Also hier ist die Tendenz ganz klar, Leroy Sané, er möchte beim FC Bayern München bleiben. Die Verhandlungen, die werden definitiv bald passieren. Ich bin sehr gespannt, was wir dann hier bald vermelden können. Und dann gucken wir uns das Mondangebot für Victor Boniface ab. Victor Boniface, er wird so langsam wieder fit und Sky berichtet es darüber. Es gibt mehrere Clubs, die bereit sind, sehr, sehr viel Geld für Victor Boniface in die Hand zu nehmen. Er hat bei Leverkusen noch einen Vertrag bis 2028, keine Ausstiegsklausel oder ähnliches. Und jetzt gibt es tatsächlich die Rede davon, dass es wohl richtig, richtig viel Geld geben könnte für Leverkusen. Denn man hat ja selber im vergangenen Sommer gerade mal 20 Millionen Euro an Union Saint-Gilloise bezahlt für Victor Boniface. Jetzt spricht man hier laut Sky von 60 Millionen Euro, die man mindestens auf den Tisch legen müsste, um tatsächlich einen Verkauf von dem Leverkusener Stürmer zu erwirken. Das ist schon eine ganze Menge an Kohle. Man hätte seine Investition, wenn man das so sehen möchte, innerhalb von einem Jahr verdreifacht. Klar, man würde auch einen sehr, sehr guten Stürmer verlieren. Das steht hier außer Frage. Aber mit dem Geld könnte sich natürlich Leverkusen plus den Ambitionen Champions League, plus Champions League Gelder und so weiter und so fort, da könnten sie richtig investieren. Mit Maxi Bayer hat man ja tatsächlich einen Stürmer schon sich herausgesucht, den man wohl vielleicht gerne verpflichten würde. Vielleicht, es war jetzt immer die Rede als Nachfolger von Hoschleck, aber es könnte auch ein Nachfolger von Victor Boniface werden. Alphonso Davies, mittlerweile, da hat sich sogar Max Eber gemeldet, aber was ist der Hintergrund? Es ist ein echtes Hammer-Statement seines Beraters aufgetauscht. Er hat sich jetzt ganz, ganz öffentlich gegenüber der Bild einfach mal in Richtung der Bayern gewendet und öffentlich gegen diese geschossen. Anders kann man das nicht sagen, aber was sagte er? Zuerst
das muss man so ein bisschen den Kontext verstehen. Es gibt ein Ultimatum. Die Bayern haben Alphonso Davies einen Vertrag zur Unterschrift hingelegt. Er sollte sich binnen einer Woche entscheiden. Die Bayern, sie wollen ihn langfristig mit ihm planen, aber nur, wenn er sich eben zeitnah entscheidet, dass sie dann auch mit ihm in der neuen Saison ganz, ganz fest planen können. Aber was sagt der Berater von Davies dazu? Er sagte, es ist nicht fair, dass Alphonso Davies jetzt angegriffen wird. Wir standen vor einem Jahr kurz vor einer Einigung, dann wurde die gesamte Vereinsführung ausgetauscht. Wir hatten dann 7 Monate lang nichts gehört, obwohl ich in dieser Zeit versucht habe, selbst Kontakt zum Verein aufzunehmen. Und zum aktuellen Ultimatum, da sagte er, wir bekommen jetzt ein Ultimatum und sollen innerhalb von 2 Wochen reagieren, weil der Verein unter Druck steht und lange gebraucht hat, um sich in der Führung neu aufzustellen. Das ist nicht fair. Es ist ein sehr wichtiger Vertrag in Alphonsos Karriere und wir sollen die Entscheidung treffen, ohne zu wissen, wer der Trainer in der nächsten Saison sein wird oder wie die Mannschaft aussehen wird. Deshalb halten wir es für unfair, auf das Ultimatum zu reagieren und werde am Ende der Saison entscheiden, wie es weitergeht, wenn mehr Klarheit herrscht. Und das ist damit auch entscheidend. Ja, tatsächlich ist es wohl so, dass es dieses Ultimatum gegeben hat, aber sie werden sich nicht unter Druck setzen lassen. Er hat jetzt öffentlich hier auf das ganze Thema reagiert und er wird nicht so mit sich umgehen lassen. Und wenn man dieses Statement so hört, das hört sich schon gewaltig nach Trennung an, das hört sich nach einem richtigen Knall an zwischen den Bayern und Alphonso Davies. Ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht und ich halte euch darüber natürlich wie immer auf dem Laufenden. Aber was sagt ihr? Würdet ihr Alphonso Davies einen neuen Vertrag, man bietet ihm ja aktuell rund 14 Millionen Euro pro Jahr, würdet ihr nochmal hochgehen? Vielleicht 16, 17 Millionen Euro bieten? Er will zwar 20, aber vielleicht lässt er sich so auf 16, 17 ein. Ich sag euch mal meine Meinung. Ich sag euch, ja, mach das. Ohne Scheiß, mach das mit Alphonso Davies, denn der Junge ist sein Geld wert. Denn er ist 23 Jahre alt, der hat noch eine ganz, ganz lange und große Zukunft vor sich. Wenn er seine Leistungen wieder auf sein altes Niveau bringen kann, dann kriegst du auf dieser Position keinen Spieler in einem solchen Alterssegment für im Endeffekt diesen Preis. Denn was sind die Alternativen? Man müsste 60, 70 Millionen Euro für Theo Hernandez ausgeben. Der ist 4 Jahre älter. Wer weiß, wie lange der noch auf hohem Niveau spielen kann. Und der wird auch nicht wenig verdienen. Der will bestimmt auch 15, 16 Millionen Euro in München verdienen. Von daher muss man sich das wirklich ganz genau überlegen, ob man jetzt hier Alphonso Davies vor die Tür setzt oder nicht. Aber was sagt ihr zu diesem Statement? Ich kann euch auf jeden Fall nochmal sagen, was Max Eberl zu diesem ganzen Statement gesagt hat. Denn auch er musste sich hier zu Wort melden und er sagte, wir sind nicht unter Druck. Wir haben eine ganz normale Beziehung zwischen einem Spieler und einem Club. Wir denken, dass wir ein sehr faires und korrektes Angebot abgegeben haben. Dass man irgendwann im Leben mal Ja oder Nein sagen muss, das ist so. Ich kann nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag warten und sagen, dass die Entscheidung irgendwann vom Himmel fällt. Entscheidungen müssen kommen von allen Seiten. Irgendein Stein muss fallen, der Verein ist für mich immer noch der starke Part. Dementsprechend ist es völlig legitim, dass man sich, egal ob Alphonso Davies oder ein anderer Spieler, bei einer Entscheidung, die man auf den Tisch liegen hat, irgendwann auch entscheiden muss. Und ich sage euch ganz ehrlich, ja, das sind seine Worte und ich finde die ehrlich, ich finde die korrekt und ich finde, er lässt hier wirklich keine Zweifel da. Es gibt dieses Angebot, es ist hier alles auf dem Tisch und ich bin sehr gespannt, wie Alphonso Davies auf dieses ganze Thema reagieren wird. Was sagt ihr dazu? Was sagt ihr zu diesem großen Knall, den es aktuell beim FC Bayern München gibt? Eure Meinung gerne wie immer dazu auch in die Kommentare. Damit kommen wir zum letzten Thema des Videos. Wie geht es weiter mit Edin Terzic bei Borussia Dortmund? Es gab hier ja Gerüchte rund um Julian Nagelsmann, rund um vielleicht eine andere Trainerlösung, aber wie fest sitzt eigentlich tatsächlich jetzt der Trainer Edin Terzic im Sattel bei Borussia Dortmund? Denn da muss man sagen, am Wochenende trifft man eben auf den FC Bayern München und das könnte sportlich ja eine sehr, sehr schwierige Ausgangssituation werden. Das muss man ganz klar so festhalten. Man trifft danach auch in der Bundesliga noch auf Bayer Leverkusen, Leipzig, Stuttgart. Es ist gut möglich, dass Borussia Dortmund um die Champions League Quali kämpfen muss. Und selbst wenn man es irgendwie in die Champions League schafft, ist es trotzdem nicht gewährleistet, dass Edin Terzic bleibt. Das Einzige, wo ich sage, dass Edin Terzic definitiv Argumente für sich sammeln könnte, das sind natürlich tatsächlich die Spiele gegen zum Beispiel Atletico Madrid. Wenn Borussia Dortmund in der Champions League performt, dann ist das eben tatsächlich für ihn ein sehr, sehr gutes Zeichen. Zuletzt hat man auch 4 Siege in Folge gefeiert. Das ist auf jeden Fall ein Zeichen, auch in Richtung des Trainers. Vielleicht hat man jetzt einen Punkt erreicht, wo man aus dem nicht so schönen Fußball doch wieder seine Punkte schöpfen kann. Das hatte man ja auch schon in der letzten Saison ziemlich gut gezeigt. Unter Terzic spielst du keinen schönen Fußball. Ich finde diesen Fußball, den Borussia Dortmund spielt, absolut unattraktiv und möchte ihn eigentlich auch gar nicht weiter sehen. Aber wenn er jetzt zum Beispiel gegen Atletico Madrid zum Erfolg führt und dann auch zum Halbfinaleinzug in der Champions League führen könnte, dann ist das natürlich ein Erfolg, den kannst du Edin Terzic erstmal nicht kleinreden. Und die Frage, die man sich bei Borussia Dortmund eben auch stellen muss, das ist, wer wäre denn eine Alternative? Wer könnte sonst noch vielleicht der neue Trainer bei Borussia Dortmund werden? Denn man muss ja auch nicht nur daran denken, ob man vielleicht Edin Terzic rauswirft. Man muss
muss auch darüber nachdenken, wer der Nachfolger werden könnte. Es gab ja Namen, die gehandelt wurden, beispielsweise ein Sebastian Hoeneß, das wird wohl nichts mehr werden. Julian Nagelsmann hat jetzt abgesagt und dann werden die Namen, die da so in dem Raum kursiert haben, die werden schon immer weniger. Edin Terzic, ich bin mal gespannt. In der Bundesliga hat man ein sehr, sehr schweres Programm vor sich. Da läuft es eigentlich auch allgemein nicht so gut. Wenn man die Champions League Quali verpasst, dann wird man definitiv Edin Terzic kündigen, da bin ich mir zu 100% sicher. Und die Luft, die wird ja sowieso dünner für ihn, denn jetzt ist bald sein großer Befürworter Hans-Joachim Watzke weg und dann ist Edin Terzic nicht mehr so ganz so stark im Sattel, denn einer seiner größten Kontrahenten oder Widersacher ist ja Sebastian Kehl und der soll der Nachfolger von Watzke als BVB-Geschäftsführer werden. Das soll tatsächlich das neue Mega-Angebot der Bayern sein für Ronald Araujo. Die spanische Zeitung Marca hat das jetzt berichtet, die Bayern haben eine neue Offerte für Araujo abgegeben und demnach handelt es sich hierbei um eine Art, ja ich sage mal, Vorfühlen. Es ist kein offizielles Angebot, aber sie haben mal einen Vermittler bei den Katalanen hinterlegen lassen, dass man bereit ist, 100 Millionen Euro zu zahlen. Aber warum macht man das? Die Bayern wollen damit einfach signalisieren, hier, schaut doch mal, wie es aussieht. Schaut doch mal, was ihr dazu sagt. Macht euch mal Gedanken über einen Verkauf und genau das machen sie ja auch. Denn es wurde jetzt ja in den letzten Wochen immer wieder berichtet, ja, die Katalanen, gerade wenn ein Xavi geht, dann gibt es wohl gerade so diese Idee, dass man vielleicht mit Ronald Araujo die Kassen füllen könnte. 100 Millionen Euro ist eine ganz schöne Stange Geld und die Bayern, sie waren ja auch schon im Winter bereit, 90 Millionen Euro inklusive Bonizahlungen für Araujo zu bezahlen. Jetzt hat man wohl tatsächlich diese Summe für den kommenden Sommer nochmal erhöht. Man möchte einen neuen Abwehrboss verpflichten und wenn man Ronald Araujo holt, bedeutet das automatisch auch, ja, man wird sich wohl damit auch von David Upamecano oder zum Beispiel auch Min Jae Kim vorzeitig schon wieder trennen. Die Zeichen stehen dabei eher hierbei auf David Upamecano. Er ist einfach im Endeffekt zu unkonstant. Das sind so ein bisschen die Problemchen, die es da aktuell gibt und es scheint eben so, dass wenn eben ein neuer Abwehrspieler geholt wird, das würde dann zeitgleich auch das Aus für David Upamecano beim FC Bayern München bedeuten. Wie seht ihr das? Glaubt ihr, das ist die Idee, die man haben sollte? Das ist die Lösung? Eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Und dann kommen wir zu Nagelsmann-Ansage nach dem gestrigen Spiel. Denn Bundestrainer Julian Nagelsmann, er wurde von Florian Plettenberg von Sky gefragt, was ist denn nach diesen beiden Siegen für die Nicht-Nominierten das Ganze bedeutet? Haben sie noch eine Chance, wieder reinzukommen? Da sagte Julian Nagelsmann, wenn alle fit sind, dann werden wir im Sommer keine Spieler austauschen. Auch keine 5, vielleicht nur 1 bis 2. Die, die jetzt nicht dabei waren, müssen besser sein als die jetzt. Und das ist eine ganz klare Ansage. Wenn wir sagen, wir werden nur 1, 2 Spieler austauschen, dann haben wir eine lange Liste von Spielern, die hier jetzt noch mit reinkommen. Ja, natürlich ein Leroy Sané, der ist offensichtlich mit dabei. Wir haben einen Goretzka, wir haben einen Gnabry, wir haben einen Nico Schlotterbeck, wir haben einen Niklas Süle und noch andere BVB-Profis, die nicht mit nominiert wurden. Von all diesen Spielern, die jetzt nicht mit dabei waren, da gibt es nur sehr, sehr wenige, die wirklich tatsächlich das Potenzial haben, hier noch was zu drehen. Dem mich am meisten das Ganze noch zutraue, ist tatsächlich Leon Goretzka. Wenn er sich jetzt wieder in so eine Art Flow spielen kann, kann ich mir irgendwo vorstellen, dass er vielleicht eine Chance bekommt. Andersrum muss ich euch sagen, wo soll er denn spielen? Denn Toni Kroos wird er nicht verdrängen. Auf der Position wie Gündogan, der teilweise jetzt hier im Sturm gespielt hat, wird er auch definitiv nicht spielen. Und neben Kroos brauchst du eben eine defensivere 6, ein Pascal Kroos, ein Robert Andrich, ein Spieler dieses Formats. Ich glaube, ein Alexander Pavlovic würde da auch ziemlich gut reinpassen. Und ich muss euch sagen, gerade auch für so einen Spieler wie Gündogan, boah, ich weiß nicht. Also für mich hat der in diesen beiden Spielen nicht so wirklich gezeigt, dass er wirklich der Kapitän dieser Mannschaft ist, vorangeht, gute Leistung zeigt. Also das war alles, aber kein so brillantes Spiel von Gündogan. Ich war ja gestern selber im Stadion und habe das Ganze auch sehr, sehr genau beobachtet. Da sind mir viele andere Spieler gut aufgefallen, aber ein Ilkay Gündogan, der eben eher nicht. Ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Eure Meinung dazu gerne auch in die Kommentare. Peres Brunner, das einst so hoffnungsvolle Sturmtalent, tatsächlich den Club wohl verlassen wird. Er hat ja auch eine schwierige Vergangenheit, war eine Zeit lang mal suspendiert. Dann hat er auf einmal die U17-Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft geführt und dann war er dann kurz davor wohl auch die ersten Profiminuten zu bekommen. Jetzt ist es aber so, der 18-Jährige möchte jetzt aktuell seinen Vertrag wohl verlängern. Er kriegt seinen ersten Profivertrag. Er ist in einer sehr, sehr guten Lage, um diesen auch auszuhandeln. Die Gespräche, die ziehen sich jetzt schon bereits über Monate und jetzt steht, so berichtet es die Sportbild, die Zeichen auf Trennung. Eine Einigung ist nämlich in weiter Ferne. Das Problem ist, wie oftmals bei Vertragsgeschichten, das Gehalt. Normalerweise verdient jeder BVB-Profi, der quasi in seinen ersten Profivertrag unterschreibt, 20.000 Euro pro Monat und Peres Brunner soll wohl hier über 40.000 Euro, also es wurde gesagt, mehr als das Doppelte fordern und das ist wohl relativ viel, muss ich aber andersrum sagen. Ich habe auch
auch damals gehört, dass zum Beispiel Youssoufa Moukoko auch deutlich mehr verdient hat. Der hat ja beispielsweise schon mit 16, glaube ich, das erste Spiel in der Profimannschaft gemacht. Ist vielleicht auch nochmal eine andere Ausgangslage, aber ja, es sieht wohl so aus, dass Peres Brunner sich jetzt auch schon mit anderen Clubs beschäftigt. Es gibt auch sogar zum Beispiel den FC Bayern München, der als neuer Club für Peres Brunner gehandelt wird, aber auch andere Clubs aus der Bundesliga, aber auch andere Clubs aus dem Ausland. Das als kleines Update, das soll es auch schon von mir gewesen sein. Was sagt ihr zu allen Themen aus dem Video? Das war's von mir. Bis dann, Leute. Ciao.